Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015. Ja, wir müssen mit unserem Bagger, da wir ja keine Möglichkeit haben, den irgendwo zu transportieren, oder könnten wir den hinten drauf packen? Das weiß ich jetzt nicht. Moment, da gucken wir mal ganz kurz. Wie groß ist denn unser neuer LKW? Wir haben uns beim letzten Mal hier diesen neuen LKW gekauft mit Kran. So. Können wir da den Bagger hinten aufladen? Wir haben übrigens das letzte Mal nicht den Leergang gemacht. Das ist vielleicht keine gute Idee gewesen. Stützfüße müssen ausgefahren sein. Okay, das kann ich. Okay. Moment. Stützfüße müssen ausgefahren sein. Ja, wie fahre ich denn die hinteren aus? Da hakt es ja schon wieder. Dann schauen wir mal eben kurz. Tastenbelegung. Kleiner Pritschenwagen, nein. Abschlitten, nein. Bagger, nein. Nein. Pritschenwagen mit Kran da. Ach Gott. Arm hoch, Arm runter. Arm rechts, Arm links. Okay, das ist soweit okay. Last anhängen ist auch klar. Ladung drehen, okay, wir können auch die Ladung drehen mit Q und E. Schützen ausfahren, E. E? Okay. Achso, ach so, alles klar. Boah. Geht denn das? Ah, okay. Krass. Schon groß. Aber ich würde sagen, den kriegen wir nicht angehangen, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Wenn es passiert bei Leertaste nichts. Gibt es noch eine andere Taste dafür irgendwie? Ankuppeln, das aber für hinten. Last anhängen, ne. Okay. Gut. Wir setzen den zurück, dann brauchen wir jetzt nicht alles einfahren hier. Okay, dann alter Plan. Video beschleunigen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir oben sind. Also, bis gleich. Boah, also da gibt es bestimmt eine bessere Lösung. Also irgendwie muss man das Ding auch anders hinkriegen. Das hat ja ewig gedauert. Und was machen wir, wenn wir einen Schattenauftrag haben? Können wir ja nicht mit dem Bagger hinfahren. Naja. So. Da sollen wir einen Schacht ausbaggern. Mhm. Naja, da bis ans Haus ran. Das wird wohl eine Abwasserleitung oder sowas sein. Oder was ganz anderes.
Oh, 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 oh. Was mache ich denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur so ein bisschen drehen. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier ausgebaggert kriegen. Jetzt mal wieder kurz reinkommen in die Steuerung. Achso. So. Geht das Glitch wieder los hier? Oh, lass das rausstehen. Mein Gott. So und ne, so. Dann rüber. Dann den hoch und auf. Haken ist nicht kompatibel, der soll er auch nicht. Ich wollte doch nur schließen. So. So kann ich eigentlich so nicht baggern. Muss ich das erste Stück zurückfahren? Das ist doch ein Witz. Geht nur so, ne? Aber hier muss ich schon mehr tun, bevor das Spiel sagt, ja, wollen sie mal sein lassen. Genug Schaden angerichtet. Oh. Gar nicht so schlecht aus, was wir hier buddeln, oder? Ich bin eigentlich ein bisschen zufrieden. Dafür, dass ich hier so viele Knöpfe gleichzeitig drücke. Sieht nett aus. Oh ja. Gar nicht schlecht, oder? Gefällt mir ganz gut. So.
Ja, oh, oh. Manchmal ist so die Hand-Augen-Koordination auch nicht die beste bei mir. Oh. Passt das? Ja, ja. So. Ich muss mal einmal aussteigen und gucken. Naja. Also da können wir noch eine Ecke wegnehmen. So. So, jetzt müssen wir glaube ich ein Stück rüberfahren, oder? Oh. Das war ein tiefes Loch geworden. Wollte ich das denn so tief? Eigentlich nicht, ne? Na, ist egal. So. Ich würde sagen, wir baggern jetzt von da hinten. So und so wollte ich drücken. Na, so. Oh Gott, jetzt muss ich jedes Mal hier hinfahren. So, erstmal. Den lassen wir oben. So, den ausklappen, den ganz ausfahren und dann runter. Und jetzt klappen wir den einfach nur ein und ziehen den wieder hoch. Und dann klappen wir den ein. Müssen gucken, dass wir die Ecke da noch wegkriegen. Das machen wir jetzt von hier. Ne. Jeder Profi würde sagen, Mann, hast du das gut gemacht.
Neue Ausschreibungen sind schon wieder verfügbar. Auch nicht schlecht, ne? Es wird voller als vorher, wenn wir da was reinkippen. Das ist nicht gut. Haken ist nicht kompatibel. Interessiert auch keinen. So, das interessiert mich jetzt. Die Ecke müssen wir hier wegkriegen. So, da. Dazu klappen wir erstmal wieder die Schaufel aus. Nein, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Geil, dass meine Hilfslinie mittlerweile auch schon verschwunden ist. So. Ich würde sagen, die grüne Ecke da noch und dann müssen wir es doch geschafft haben, oder? So pingelig wird das Spiel ja wohl nicht sein. Ja, ich glaube, dafür müssen wir näher ran. Ausklappen, den ganz ausklappen und runter. Ja, wir sehen ja auch so einen Fortschrittsbalken, da jetzt sehe ich das gerade erstmal. So, da, das Grüne muss weg. Hm. Noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Zurück. Was ist jetzt verkehrt hier? Ah, das ist verkehrt. Alles klar. Gibt es ja auch eine Innenansicht. Ja, sicher.
Nee, ja, klar. Nee, das ist. Das können wir kriegen hin. Das weiß ich jetzt schon. Oh, so. Ich will nicht die Kamera wechseln. Ich komme jetzt hier mal auf die falschen Tasten. Das gibt es doch gar nicht. So. Wieso ist denn jetzt plötzlich. Ach so, weil ich in dem Fahrmodus im Cockpit bin. Ja, weiter baggern. Nein, danke. So, das Baggern haben wir erledigt. Müssen wir nochmal danach baggern? Ich weiß es nicht. Das ist möglich. Komm. Die Schaufel laden wir euch schnell auf. Dann fahren wir den Bagger zur Seite. Wobei das schon wieder gefühlt besser funktioniert, hier aus der Perspektive, das Fahren. So, und das auch mal aus der Onboard-Perspektive. Wunderschön. So, aber wieder zurück zur freien Kamera. Auch hier. Und dann machen wir hier mal Platz. Wir fahren den mal hier vorbei, weil wir müssen den ja gleich wieder aufladen, so wie es aussieht. Ist richtig? Ja. Stellen wir mal unseren Bagger hier ab. Ha, was eine Baggerei. Ja, aber da ist schon wieder die Zeit rum. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal transportieren wir dann den Schutt weg und gucken, was wir noch tun. Was wir noch so zu tun haben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.